Herzlich willkommen zurück zu weiteren Abenteuern mit Miles Morales. So, wir sind an der Roxxon-Tankstelle. Und unsere Aufgabe wird es sein, das Roxxon-Gebäude zu säubern. Denn dieses Gebäude ist noch offen. Wir müssen den letzten Reaktor zerstören, damit wir den letzten Anzug... Ist ja nicht der letzte Anzug, aber damit wir den Roxxon-Anzug beikriegen, ne? So, hier ist auf jeden Fall kein Eingang. Können wir nicht die normale Tür nehmen? Also, Miles. So. Und rein ins Getümmel. Ich bin drin. Und du? Ich bin jetzt in ihrem System. Ihre Firewalls sind totaler Schrott. Komm ich da rein? Die Tür ist die Treppe runter. Wie vorher. Du sorgst für Strom, ich öffne sie. Unter Strom setzen ist mein Ding. Okay, wir gucken erstmal, ist hier irgendwo wer? Ich muss ihn aufladen. Okay, hier ist alles cool. Sorgen wir einmal für ein bisschen Energie. Das hat mir nichts gebracht. Hm. Siehst du irgendwo Stromrelais? Stromrelais. Ja. Und die muss ich schätzungsweise miteinander connecten. Das kriegen wir hin. Also wir gehen von dem auf dem. Verbinde sie weiter. Ja, ich bin dabei. Fast geschafft. Okay, und zum Strom, ne? Schloss deaktivieren. Erledigt. Ich frage mich, ob das eine blöde Entscheidung ist, das Stromkabel quasi auf Kopfhöhe dem Flur entlang zu legen. Elektriker des Jahres, das bin ich. So, hier gehen wir noch nicht rein. Wir müssen erst noch... Da haben wir den Exit. Was haben wir denn hier? Erst wollen wir uns noch die Kiste holen, ne? Wunderbar. So, das haben wir erledigt. Können wir hier durch die Tür? Nein. Dieser Zutritt bleibt uns verwehrt. Noch so ein bisschen Gerümpel. Können wir aber nicht mitnehmen. So, dann schauen wir doch mal, was der hier so... Der Reaktor steht geradeaus auf der Hauptebene. Los ist. Oh Mann, ich dachte echt, dieser Umweltbericht ist unser Ende. Wir haben Freunde im Stadtrat. Roxxons Elite ist doch sicher schon nervös wegen der Wahl. Du willst Köpfe explodieren sehen, dann geh in eine Vorstandsversammlung und erwähn die Wahl. Okay, kleine Frage, warum gehen die Rouletten eigentlich immer runter, wenn ich hier reinkomme? Ich würde gerne einmal hier durchschauen, können wir hier irgendwas machen? Ist auch komisch, du hast hier nur Wachen drin, ne? Nicht ein Arbeiter. Ich meine, das ist doch Fließbandarbeit. So, wir haben da hinten die Kräne. Wir haben hier, Ventilatoren. Gut, die sagen uns nichts, aber... Dass hier wirklich niemand ist, außer Soldaten. Das finde ich irgendwie skurril. Und dass ich das nicht hacken kann, ne? So, es wird uns ja nicht schaden, wenn wir denen einfach mal die Fähigkeiten klauen würden. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, wie würden wir hier am besten vorgehen. Wir können uns die ja mal markieren. Dann haben wir die zumindest immer auf dem Schirm. Okay, da unten ist noch ein zweiter. Wenn wir in der Lage sind, hier stealth-mäßig durchzugehen... Dann müssten wir theoretisch zumindest keine Verstärkung bekommen, oder? Aber wie willst du die auf engstem Raum, ohne Deckung, außer diese Balken hier oben, wie willst du die wegnehmen, ohne dass du gesehen wirst? Weil er geht ja immer nach hier vorne, ne? So ein Stahlträger lang balancieren, das könnte ich auch in Real Life. Okay, ungefähr hier. Und dann nehmen wir uns den einen hier weg und hoffen, dass wir nicht gesehen werden. Augen auf. Es könnte jemand hier sein. Okay, und... Ja klar, er hat's gesehen. Autsch. Okay, ich habe keine Tarnung. Wie lange brauche ich noch? Oh, alter, Schwebebalkenaktion. So gut war ich nicht mal im Sport.
So. Wir versuchen es nochmal. Scheiße. Die Fähigkeit habe ich vergessen. Wäre vielleicht ganz praktisch, wenn wir den einen da unten wegnehmen. So. Okay. Ah, die mit dem Schild sind auch nicht ohne. Okay, den nehmen wir noch schnell weg. Ah, wir sind nicht unsichtbar. Ja, komm, du hast den Stuhl doch eben gesehen. Los, Miles. Oh, sei doch nicht so. Wieso tut er mir das hin und wieder an? Naja, oben ist jetzt relativ. Alter Schwede. Okay. Ich fühle mich hier ein bisschen im Bedrängnis. Oh, jetzt aber. Okay, dass er mich scannt, das war klar. Okay, wo ist denn der Typ mit dem Scanhelm? Okay, da vorne ist einer. Den müssen wir einmal wegnehmen hier. So. Lauf nicht weg, mein Freund. Haben wir noch einen? So, dann können wir jetzt können wir noch mal in Ruhe starten. Okay, wir müssen uns erstmal verstecken. Kann den sogar hier runterfallen lassen, ne? Aber wie genau funktioniert diese Spider-Man? Ach, ich hätte den auf andere drauf fallen lassen können. Okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm. So, du kommst auch nochmal her. Okay, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen... Können wir noch mal ein bisschen Stress machen? Okay, damit sind die schon mal abgelenkt. Und jetzt holen wir uns den hier vorne. Oder auch nicht. Danke, Miles. Du bist ein Teamplayer. Okay. Ich kann keinen Takedown machen, wenn die abgelenkt sind. Mensch, 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 Mensch. Gehen wir voll ins Getümmel? Nö, ne? Pass auf, wir können den da hinten noch einmal schocken. So, und den nehmen wir noch weg. Jetzt haben wir nur noch die Panzerfausttypen und die mit den kleinen Waffen. Ne, da hinten ist noch ein Schild. In diesem Labor werden anscheinend Forschungsberichte gefälscht, um zu beweisen, dass Nuform völlig ungefährlich ist. Hier ist noch einer, der uns sehen kann. Nuform sei sicher. Schlafen. Hat wahrscheinlich so ein okay, Ding, den haben wir weg. Geräusche abspielt, um sein Gewissen zu übertönen. Jetzt gehen wir rein. Scheiß drauf. Jetzt aber schnell. So. Schilder. So. Oh, jetzt gehen wir voll rein. Wir gehen voll rein. Da bringt dir dein Schild auch nicht viel. Okay, sein Schild aber schon. Oh, da sind wieder so viele mit Schild, ne? Ah, voll reingesprungen. Au!
Okay, das kam wieder. Das kam tatsächlich wieder. Oh, ist das frech. Wo ist er? Weg mit dir, du Drecksau. Olle Petze. Durch den haben die mich gesehen. Ich bin hier drüben. Wieso springen die alle runter? So, ein bisschen hier rüber und dann... Oh, ich werde diese Kämpfe vermissen, wenn die Labore zu Ende sind. Okay, wir müssen nur einmal aus der Reichweite der Schilder. Okay, so weit kommen wir nicht. So. Ich kann die Schilder wegnehmen? Ja. Aber die können sie wieder aufnehmen. Scheiße. Ja. Warte. Tu es nicht. Tu es nicht, Johnny. Aua. Okay, also ich kann diese Attacke, kann ich auf jeden Fall... Die kann ich blocken. Oh. Ja. Das sah ganz so aus. Autsch. Ah, ich bin reingesprungen. Muss mal hier runter. Ich wollte die Granate nehmen. Dann brauchen wir ein bisschen Leben. Ja, stimme ich dir zu? Grundsätzlich ist es deine Hut, ne? Oh, Junge, Junge, Junge. Okay, wir müssen uns einmal befreien. Ah, er ist so hoch. Aber den kriegen wir auch noch. Guck mal, wir haben es ja schon fast geschafft hier. Ist ja schon halb durch. So. Okay, das gibt uns ein bisschen Schaden. Oh, der war gut. Muss ich ihn mir lassen, ne? Nehmen wir ihn besser weg. Okay, der Reaktor darf niemanden mehr schaden. Ich muss ihn endgültig abschalten. Ah, schade, ist schon vorbei. Hoffentlich haben deine Kinder später nicht drei Augen oder so. Ich muss das hier ausschalten. Das schafft kein anderer. Also wenn unsere Kinder später drei Augen haben, haben wir, glaube ich, noch Glück gehabt. Bei dem, was wir hier erleiden müssen an Energie. Uiuiui. Könnte es uns schlimmer treffen. Nee. Einfacher. Das Labor hat keinen Strom mehr. Oben kommst du raus. Okay. Haben wir hier noch irgendwas, was wir untersuchen können? Nee, ne? Nee, leider nicht. Gar nicht. Wir können hier auch in keine weitere Tür rein. Wir können uns nur die Funktionsweise des Helms angucken. Aha, aha, aha. So baut man die Dinger also. Gut. Oh. Vielleicht finde ich was auf dem Computer. Aber sicher doch, Miles. Rock.
Roxxon Rockstars, wie cool findet ihr es, jeden Tag aufs Neue die Zukunft mitzugestalten? Hm? Das könnte sich allerdings ganz schnell ändern, wenn uns ein Leck einen Strich durch die Rechnung macht. Informationssicherheit ist von absoluter Wichtigkeit. Deshalb müssen ab jetzt alle Mitarbeiter ihre Handys, Laptops und andere Kommunikationsgeräte am Eingang abgeben. Okay? Gut. Denkt dran, wir sind für euch da. Wie sieht's mit Kameras, Diktiergeräten und Wanzen aus? Mal abgesehen davon, hier sind überall Computer. Ja? Google Chrome, Inkognito-Modus und raus da. Oh Mann. Das kriegen die doch nie mit. Gut, dass ich da nicht drin gelandet bin. Also mir war klar, dass du als Spider-Man Feinde hast, aber nicht, dass auch Roxxon dazu gehört. Ja, die sind noch korrupter, als ich dachte. Wir finden einen Weg, Roxxon bloßzustellen. Aber nicht so wie der Underground. Ohne dich hätte ich keine Chance gegen den Konzern. Danke. Bis dann. So, damit haben wir alle Roxxon-Labore eliminiert, wenn ich mich nicht täusche. Wir gucken einmal rein. Anzüge. Es wird nichts angezeigt. Schließe alle Underground-Verstecke, Roxxon-Labore und die geheime Materie-Nebenmission ab, um diesen Anzug freizuschalten. Also, wir brauchen noch die Roxxon-Verstecke. Die Underground-Verstecke und die geheime Materie-Nebenmission. Okay, wir gucken einmal kurz rein. Was ist das hier überhaupt? Das ist noch ein Underground-Versteck. Da haben wir nur noch eins von. Und dann hätten wir noch die Nebenmission. Wir haben eine Spur. Aber wir bräuchten noch... Also wir müssen das Labor hier... Oh Gott, das wird ja noch eine Weile dauern, bis wir den Anzug haben, wa? So, wir könnten uns noch die Zeitkapsel holen. Und dann von dort wieder hier rüber gehen, ne? Ich meine, so lange dauert das ja eigentlich nicht. Wir gucken mal hin. Wir schauen mal, was wir geregelt kriegen hier heute. Aber die ist ja nicht weit weg. Hey, gute Nachricht. Ohne die Labore hat die Reaktorproduktionskurve von Roxxon einen herben Dämpfer erlebt. Das ist wirklich gut. Sie sind sicher noch nicht am Ende. Ob sich die Leute erschrocken haben? Ich schmeiß eine Runde Hot Dogs, wenn wir uns wiedersehen. Sehr gern. Danke, Mann. Wie war denn nochmal dieser Venom-Sprung hier vom Schwingen? Vielleicht mit B? Okay, nee. Jetzt haben wir nur einfach einen Venom verschwendet. Aber mit Y war das. Okay, nice. So, mal gucken, ob wir jetzt gleich noch ein bisschen Energie kriegen. Ah, ist zu weit weg. Ich glaube, in dem Schornstein da. An dem Tag, als wir sie versteckten, war es unheimlich windig. Ich wurde fast runtergeblasen. Okay, ja, da sind sie ja auch hingekommen, ne? Kein Problem. Eine AR-Schwimmbrille. Stylisches Modell mit Kamera. Oh, das muss jeder Taucher haben. Jeder Hobbytaucher im Freibad. Taucherbrille mit Kamera. Ich meine, wo wollen die hier schwimmen? Hudson River? Okay. Naja, gut. Wir lassen das mal so dahingestellt. Gucken jetzt einmal weiter, wo wir die nächste Zeitkapsel haben. So, ich glaube, ich kann doch mein Venom auch aufladen, wenn ich hier so ein paar Stunts mache, ne? Die App meldet noch ein Verbrechen. Waffenhandel. Ja, sicher. Und mit dem Waffenhandel, da können wir unser Venom, unsere Energie auch ein bisschen aufladen. Das war aber knapp, ne? Bestimmt ein ganz legales Waffengeschäft. Warte mal. Kann ich hier die Wand eigentlich runterklettern? Wenn ich... So viel dazu. Also, nach dem Gejammer von dir eben, mache ich eher 30. Hm. Das sind aber schlechte Verhandlungsbasen, wa? Na sicher, habe ich euch gesehen. Spider-Man hassen illegale Waffengeschäfte.
Oh, die haben wir. Oh, ist das schön. Schön, wieder draußen zu sein. So. Ja, ja, das höre ich des Öfteren. Meistens passt es nicht ganz. Kann den gar nicht holen hier oben, ne? Aber den können wir uns holen. So. Oh, ein Dicker. Da müssen wir auf Nummer sicher gehen. Wie, das war's schon? Schalte drei Gegner lautlos aus. Ja, das hat ja sehr gut funktioniert. Das haben die gar nicht mitgekriegt, ne? Ich denke, lautlos ist das neue Schwarz, ne? Sich Dad wohl nach einem Fall auch so fühlt. Einen kleinen Moment. So, welch ein Katzenjammer, oder? Musste einmal kurz die Katze in die Freiheit entlassen. Dieser Bellensprung ist mega cool. Ich würde das auch so gerne können. Stellt mal vor, ihr könntet so die Hauswände langlaufen alleine. Also nicht mal das Schwingen, nicht mal die Fäden, aber ihr könnt so weit springen, ohne euch zu verletzen. Und habt noch die Möglichkeit, die Hauswände zu erreichen. Oh. Okay, das Buch haben wir auch. Und viele der Gefechte, die ich denke mal, wir müssen gab es nur, weil Spider-Man in Roxons Geschäftsstelle an der Brücke hoch, ne? Gebrochen ist. Gut, diese Vorfälle sind wohl Geschichte, aber ich frage Sie, wenn ein Klamotten nachts gerade so platzt, was würden Sie aber tun? Ich wollte jetzt auch nicht warten, bis wir mit dem Boot an der Brücke sind. Die frage war rhetorisch. Jared, ja, hier ist das Hilfs-Sheriff-Revier. Ja, ja, die können auch was lernen. So. So, was haben wir denn hier noch Cooles? Ich würde gerne auch mal so einen coolen Sprung wieder machen durch irgendwas hindurch. Ne, jetzt sind wir nur hochgesprungen. Ach, naja. Gibt bestimmt richtig geile Möglichkeiten, was du hier an coolen Sprüngen machen kannst. Aber die Stellen musst du halt haben. Das Timing muss passen. Ach, kommt schon, Leute. Mitten in der Stadt. Okay, hat nicht funktioniert. Euer Ernst jetzt? Also ich bin hier gerade am Trainieren. Streng genommen. Du hast auf deinen Kollegen gezielt. Oh, da hat er uns getroffen. Okay, du geh mal weg. Wir tragen das mal hier oben aus. So. Mit Raketenwerfern festsetzen. Genau mein Humor. Ui, wo ist er? Warte mal, da muss ich nochmal hier rumlaufen. Hi. Ah, der liegt auf Bekannte. Ah, ich habe schon gedacht, ich habe den runtergehauen. Kann ich euch hier runterziehen? Nein. Autsch. Schade. Schade. Ich habe gedacht, ich kann euch vielleicht hier über die Kante holen. Wuhu! Wir kriegen dich! Ja, ganz sicher. Hat er das gesehen?
Der ist ganz automatisch hier an der Wand gelandet. Oh. Autsch, da war ich ein bisschen abgelenkt. Wollt ihr nicht mehr? Kann man so sagen. Okay. Er weiß nicht mehr, wo wir sind. Orientierungslos durch die Stadt. Oh, ich dachte, ich habe ihn hochgezogen. War aber nur die Waffe. Roxxon 0, Spider-Man. Wirf 4 Gegner mit der Luftschleuder, trifft 5 Gegner mit Schwungtritt. Haben wir alles erledigt? Schön. Das Beste ist ja, ich lese mir die Quest natürlich immer durch, die ich machen muss. Immer. Also das gibt's gar nicht, dass ich meine Quest nicht gelesen habe. Man hier echt nicht durch? Hm. Ich hätte gedacht, man kann durch die Türme springen. Aber dem scheint nicht so. Warte mal, wo müssen wir überhaupt hin? Oh, sind wir vom Weg abgekommen. Du kannst mich Spider-Man nennen. Wenn du eine Religion mir gegenüber öffnen möchtest, also eröffnen, ist alles okay. Bin da nicht so. Der Venom-Sprung ist schon geil, ne? So. Roxxon und der Underground kämpfen in der Öffentlichkeit. Auch noch. Aber das ist zumindest da, wo ich eh hin muss. Nee, ist nicht. Ist schon wieder weg. Hat sich scheinbar erledigt. Okay, jetzt muss ich mal schauen. Wo haben wir denn hier die vom Prowler das Mixtape? Oh, ich hatte gar keinen Zeitpunkt mit weg, ne? So, wollen wir doch mal schauen. Hier im Viertel wimmelt es an Tönen und Geräuschen. Du suchst etwas Helles, Unverwechselbares. Hell was? Okay. Ich würde jetzt sagen, das ist das da hinten. Also direkt auf Anhieb, das ist hier vom chinesischen Tor, hier diese Deko. Wir sind immer noch zu weit weg. Die da. Okay, das war simpel. Das war ja mega simpel. An diesem Platz bekam ich meinen ersten Job. Ich kam direkt von der Schule, hatte weder Ausrüstung noch Maske. Ich sollte den Boss von jemandem überfallen, ihn aufmischen, ausrauben. Mein Dad hat's rausgekriegt. Unter dem Windspiel hat er mich eine Stunde lang angebrüllt. Aber verraten hat das keinen. Ich muss ihm versprechen, nie mehr zu stehlen. Als er gesagt hat, da hatte er... Wort gehalten. Das hat er nicht verdient. Ja, das wünschte ich auch. Als er gesagt hat, da hat er seinen ersten Job gehabt, da habe ich so gedacht, so, oh, was hat denn der beruflich ursprünglich gemacht? Ja, ich habe, bis er dann gesagt hat, ich hatte noch keine Maske, keinen Anzug, ne? Da habe ich gedacht, der war noch legal unterwegs. Da, ich habe Maurer, Klempner, Straßenfeger, was weiß ich. Ich habe gedacht, irgendwie sowas in der Richtung. Bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass er damit meinen, da habe ich meinen ersten kriminellen Auftrag gehabt. Oscorp! Oscorp Industries. Cool. Ach was. Die wären mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Ein bisschen schade, dass die nicht mal ansatzweise im Spiel integriert sind irgendwie. Also zumindest, was weiß ich, so als Easter Egg, dass man hier auch so eine kleine Quest gehabt hätte, nur so eine Nebenquest oder so. Das wäre natürlich mega geil gewesen. Hätte ich mich drüber gefreut. Aber ich finde auch von Super Schurken her, man hat hier echt wenig, ne? Also...
Wir sind hauptsächlich hier mit den Fußsoldaten vom Underground und von Roxxon im Gange. Wir haben hier wenig Rhino oder... Hatten wir überhaupt noch irgendeinen richtigen Schurken außer Rhino? Den Prowler, aber den kann man ja eigentlich nicht dazu zählen. Weil der Prowler ist ja mit uns verwandt. Der will uns ja eigentlich gar nicht wehtun, wenn er Granaten auf uns schmeißt. Ja, das ist ja immer alles ein großes Missverständnis. Ach, was soll's. Ist das Training, wenn man mit diesen Knüppelhandschuhen da zuschlägt? Hört auf damit. Hört auf zu streiten. Ihr seid ein Team. Leute, bitte. Oh, oh. So war es nicht gemeint. Hihi. Ah, jetzt kam noch einer dazu. Warte, wir dünnen einmal ein bisschen aus. Autsch. Ich will was Cooles machen. Ihr gönnt mir gar nichts, ne? Kann das sein? Die gönnen mir einfach gar nichts. Was soll denn das schon wieder heißen? Ich hab mich doch wohl unter Beweis gestellt. Ja, ich hieß schon Spider-Man, nicht sein Gehilfe oder so. Man hat mich schon richtig als Spider-Man gerufen. Bin ich aber ein bisschen bockig. Also das muss ich ehrlich sagen. Das muss der letzte sein. Okay, was mache ich denn hier? Ich suche eine Kiste. Könnte man hier durchschwingen? Frage. Nein. Es wird mir nicht gegönnt. Ich habe jetzt mittlerweile ja auch mal im Internet ein bisschen geguckt, weil ich lasse mich ungern spoilern. Einfach nur nach coolen Moves, aber irgendwie... Das ist nicht so einfach. Ja, da sind Leute dabei, die springen hier so durch die Gitter. Aber vielleicht auch drücke ich... Also es kann ja sein, dass ich die falsche Taste drücke. Warte mal. Gehen mal. Nee, so nicht. Da kann ich uns leider nicht bei helfen. Ich weiß es einfach nicht, was ich da falsch mache. Fallen wir eigentlich, wenn wir in der Karte sind? Hier habe ich eine Kiste übersehen. Kann ich die noch holen? Können wir da noch mal rein, oder? Ich darf da nicht mehr rein. Das heißt, die Kiste ist jetzt für immer weg, oder wie? Oder gibt es hier noch irgendwo... Nee, wir können die Kiste nicht sammeln. Oh, ist das ärgerlich. Wird in einem Laden in der Nähe als Geisel gehalten. Wo bin ich denn rausgekommen hier? Ist der Luftschacht noch da? Ist auch nur dieses kleine Gebäude, das war's ja nicht, ne? Oh, ist das ärgerlich. Ich kann jetzt nicht sagen, durch welchen Lüftungsschacht ich hier wieder rausgeklettert bin. Cool, wir haben so einen richtig geilen Move gemacht. Oh, jetzt bin ich aber nice von mir überzeugt. Das gibt mir neue Motivation, hier so ein paar Kriminelle mal ordentlich auf die Schnauze zu hauen. Geil. Ich wurde angefahren. Der hat mich einfach angefahren.
Ja, das mag sein, aber... Das Kennzeichen merke ich mir. Das gibt eine Anzeige. Mach erstmal euer Auto kaputt. Jetzt aber. So. Nee, ich habe nur ein bisschen Spaß. Okay, wir fangen jetzt mal an. Der war nice. Der war so geil. Oh, ich liebe es. Kriegen wir das nochmal hin? Komm mal her hier. Schade. Vielleicht müssen die immer erst ein bisschen bearbeitet sein. Oder geht das vielleicht auch so? Nein, das lässt du bitte sein. So, pass mal auf. Wir schubsen dich nach oben. Er ist tot. Oh, yes. Ah, den habe ich raus. Das wird ihn aufhalten. Komm mal rein. Das war's wohl mit den Häftlingen. Drei Gegner an die Wand spinnen. Ja, das habe ich nicht gemacht. In dieser Stadt gibt es wohl doch positive Dinge. Aber das zählt schon als Wand. Okay. Okay, das ist geil. Das ist geil. Oh. Egal, was Jameson und diese Idioten sagen. Was ist das? Ob sich Dad wohl nach einem Fall auch so fühlt? Ich sehe doch überhaupt nicht so aus. Aber geil, aber geil. Selbst die kleine Spinne hier mit bei, finde ich cool. Wir haben Glück, dass es dich gibt. Alles klar, das war's auf jeden Fall für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schaltet sehr gern wieder ein. Lasst ein Like, ein Abo und ein bisschen Liebe da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.